Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen in die Neumondqualität. Ich habe das Golden Magic Lenormand von der Gabi Mokros am Start. Und wir schauen, was der Neumond uns für ein Thema mitbringt. Ihr könnt am Ende der Legung noch eine kleine Neumondbotschaft für euch persönlich abholen. Aber jetzt gucken wir erstmal die kollektive Nachricht an. Wir haben hier den Klee als Ausgangsposition. Hier geht es um das Alltagsglück. Hier geht es um eine glückliche Wende. Hier geht es um glückliche Zeiträume. Kurze Zeiträume. Hier kann man auf dem, ja, ich würde mal sagen, auf dem kurzen, kleinen Weg etwas beenden, was Distanz mitgebracht hat, ne? Wo du gedacht hast, hier bin ich alleine, hier muss ich alles selber machen, hier bin ich zwar so unabhängig wie möglich, aber es lastet auch viel, etwas, was mich vielleicht begrenzt auch. Und hier kommt man so mal schnell aus einem Türmchen raus und fühlt sich nicht so begrenzt. Für einen oder anderen ist es hier vielleicht auch das Überwinden einer Trennung oder irgendeinen guten Ausgang mit dem Amt, mit einer Behörde oder auch für die Selbstständigen hier, dass sie hier ein kleines Glück mit auf die Arbeit kriegen. Wir haben hier die Harmonie im Kopf. Wir haben hier dieses Ding, dass wir einen bestimmten Kampf führen. Das kann natürlich auch nur auf der gedanklichen Ebene sein, dass wir uns viele Gedanken machen, wie wir wo Harmonie reinkriegen. Möglicherweise sind hier Familienthemen am Start oder wir haben so dieses Gefühl, wir fühlen uns nicht wohl. Möglicherweise zieht sich hier auch jemand ganz gerne mal zurück. Also es kann beides sein. Ich sehe hier eher so ein Gedankenkonstrukt, das sehr begrenzt, wo man nicht über den Tellerrand gucken kann. Und auf der unterbewussten Ebene scheint es irgendwie so zu sein, dass es drückt, dass es schwierig ist, dass es lästig ist, dass es möglicherweise auch ein bisschen Familienkarma irgendwo ist und dass hier auch Einflüsse auf der unterbewussten Ebene wirken, die, ja, man nennt es schicksalshaft, aber die irgendwie schon weitergegeben wurden. Ein Lernthema. Es kann hier sein, dass in der Neumondphase tatsächlich das Ganze so ist, dass hier viel Konflikt aus der Vergangenheit beendet werden kann. Konflikte mit Trennungen, Konflikte mit der Arbeit, Konflikte mit dem Unabhängigsein, schicksalshafte Familienthemen, wo man so, ich denke, so einen Einzelkampf hingelegt hat. Es gibt ja auch Sachen, die kann man nicht teilen, da muss man alleine durch. Und es geht sehr viel darum, wie man die Dinge wahrnimmt, was von außen auf einen wirkt. Wir spüren hier vielleicht auch, dass wir das Außen nicht anhalten können. Unser Selbst ist gefragt, unser Selbstbild, unser Ego vielleicht auch angekratzt. Und genau das wird sich hier zeigen. Und wir haben hier dieses Ding, dass wir in irgendeiner Situation begrenzt sind, einen Kampf führen und nicht so richtig dahinter kommen, wie wir das beenden. Und die Ausgangsposition sagt einfach, dass es doch möglich ist, auf dem kleinen, kurzen Weg eine Wende herzubringen. Familienkarma ist ja auch nicht zu unterschätzen, denn je älter ich werde, desto mehr kann ich die Wiederholungen auch in meiner eigenen Familie wahrnehmen, wo Menschen einfach ein ähnliches Thema ausleben, obwohl du das von denen zum Beispiel nie gedacht hättest.
Und um sowas geht es hier, ne? Nennen wir es mal Einzelkampf, denn aus der eigenen Sicht haben wir hier viele Verletzungen am Wirken. Wir haben Schnitte, die wir gemacht haben, vielleicht auch bewusst, ne? Wir haben so gesagt, wir machen dir das Ding alleine weiter. Ich ziehe das Ding alleine durch. Ich boxe mich irgendwie durch. Das kann schon in der Vergangenheit gewesen sein, aber das ist eine Wunde, die wirkt irgendwo. Man hat uns bei irgendetwas beschnitten. Vielleicht musste man in die zweite Reihe stehen oder man fühlte sich nicht richtig gesehen. Was ich jetzt hier sehr speziell finde, wir lassen uns mal auf die Deutung ein, dass wir uns alleine gelassen oder als Einzelkämpfer hier durchgewurschtelt haben und dass wir mit dem Glied diese Begrenzung auch auflösen für uns. Und hier kommt aus dem Umfeld dieses Gefühl von Sicherheit, das uns wieder so ein bisschen rauslockt, wo wir öffnen, wo wir merken, okay, hier kommen Impulse, da kann ich langsam drauf zugehen. Es ist ja auch so, wenn man sich zurückzieht oder ich sag mal Alleinkämpfe macht, dann hat man halt im Außen auch schwierige Umstände, etwas anzunehmen, was von daher kommt. Aber hier habe ich so ein bisschen Gefühl von Sicherheit, das durch das Umfeld irgendwie transportiert wird. Und wo man sich dann auch wieder gut damit in Fahrt bringen kann, loszugehen, die Begrenzung aufzulösen, aus sich selber rauszukommen. Das ist hier leider nicht die leichteste Legung, weil hier so vieles dahinter verborgen sein kann. Und am Ende haben wir hier die Wege, die entstehen, die Chancen, die wieder genutzt werden können. Und unten haben wir direkt auch die Veränderung, die dann zur Stabilität führt. Hier hat sich jetzt nochmal ein Szenario rausgedreht. Ich sage euch einfach vieles, damit möglichst viele Resonanzbereiche da sind. Hier kann sein, dass es speziell auch um ein Thema bei deiner Berufung geht, ne? Es gibt ja so die Leute, die sind zum Beispiel Freigeister, die kannst du nirgends reinpferchen oder die kannst du nirgends in ein Team stecken. Die haben immer wieder das Bedürfnis, ihr eigenes zu machen, ihre eigenen Gedanken umzusetzen. Sowas kann das alles sein, ne? Dass dir plötzlich bewusst ist, dass du eigentlich alleine und unabhängig deinen beruflichen Weg auch gehen kannst, ohne dass du kämpfst, was jetzt das Außen von dir erwartet, ne? Nehmen wir gerade mal dieses Teamplayer-Sein. Das ist nicht allen Leuten gegeben. Und diese dann in ein Team zu packen, ist natürlich für das Wohlbefinden höchst doof. Aber im Prinzip verlangt es das Außen oder die Situation und genau um sowas geht es, dass man sich hier befreit, dass man aufhört zu kämpfen, dass man sich beruflich, wir haben nun mal die Berufsqualität hier, auch das Unabhängigsein, das Selbstständigsein im Beruf, dass es da eben so ist, dass man sich wohl damit fühlt, dass man was entscheidet, dass man was auf den Weg bringt und damit auch einen Kampf beendet. Dann haben wir das Familienthema, wo man das Gefühl des Einzelkämpfers hat und wo man trotzdem auch merkt, ich kann ein paar Impulse vom Umfeld mitnehmen. Mir ist es egal, wie ich auf die anderen wirke. Denkt nur an das schwarze Schaf-Status, ne? Zum Beispiel.
Und trotzdem kriegt man hier seine eigenen Dinge gefestigt, stabilisiert und auf den Weg. Da wir hier das Kreuz auf der unterbewussten Ebene haben, ist es nicht das leichteste Thema, ne? Berufung kann hier auch dahinter stecken. Konflikte mit Trennungen oder mit Sachen, wo man tatsächlich gedacht hat, mir wurde was weggenommen, obwohl ich es nicht will. Und jetzt stehe ich hier alleine so rum und überlege, wie ich mein Fundament wieder spüre. Und um das geht es in der Neumondphase. Es ist wirklich sehr spannend. Es entstehen hier Veränderungen, an denen du wieder ein gutes Fundament hast oder auf die du wieder gut bauen kannst. Und das Schöne ist, dass das Außen hier keine große Rolle mehr für dich spielt oder für uns, ne? Etwas kriegt wieder einen natürlichen Flow, kommt in Fahrt und das Thema ist hier mit etwas Frieden schließen. Und wir haben hier diesen Kampf auch irgendwo im Kopf, ne? Das ist ein Konflikt, der schon in der Vergangenheit angefangen hat zu wirken und der mitgeschleppt wurde und der sich dir immer mehr zeigt. Und du hast hier die große Chance oder wir tatsächlich etwas zu beenden, was so eine Art auch Lebenskampf sein kann, ne? Für alle, die was mit den Ämtern hier zu tun haben oder den Behörden, die haben hier eine gute Möglichkeit, Dinge auch für sich gut zu entscheiden in Kürze. Das kann hier auch mit Familienthemen, Trennungen, sowas zu tun haben. So, jetzt haben wir von den Karten noch die Übergangsphase gekriegt, den Steinkreis sozusagen. Das ist das, was ich meinte. Es kann hier um eine Art Lebensthema gehen. Das ist nichts, was wir mal kurz so als Problemstellung haben. Und hier sieht man eben die Phase von einer Lebensphase in die nächste. Hier geht es auch darum, diese Übergänge zu feiern, anstatt sie zu, ja, dass man von denen genervt ist. Denn es heißt ja auch, das geht weiter. Man kann wieder Entscheidungen treffen. Man geht wieder ein Stückchen auf seinem Weg. Und man hat ja auch ein bisschen Mut und so Leichtigkeit mit dabei. Und es geht irgendwie um eine Pilgerreise, die uns hier bevorsteht. Und wo tiefe, tiefe Erkenntnisse auf uns warten, die wirklich Sicherheit und Frieden auch mitbringen. Ja, hier wird noch gesagt, das finde ich auch sehr speziell, ne, dass eben, wir haben hier den Anker mit dabei, dass ein großes Schiff eben am Hafen, am Anker liegen kann und auch dadurch geschützt ist. Aber dass es eigentlich nicht dafür gebaut wurde, vor Anker zu liegen, ne? Sondern es möchte aufs Meer hinausfahren und seine Strecken hinterlegen. Und genauso ist dieses hier auch gemeint. Mann, ist das spannend. Okay, wir gucken noch ein Engelchen. Da kam einer, der Engel der Freundschaft. Ein guter, verlässlicher Freund an deiner Seite ist ein kostbares Geschenk, mit dem man sorgsam und liebevoll umgehen sollte. Durch aufrichtiges Interesse, respektvollen Umgang und Zeit, die man miteinander verbringt, können Freundschaften beständig gepflegt werden. Die Liebe und Zuneigung, die du dabei verschenkst, wird dir zurückgegeben und bereichert dein Leben und das deiner Freunde. Die Botschaft deines Engels: Freundschaft im Leben zu pflegen, bedeutet, in Liebe zu leben. Also hier hat man vielleicht auch wieder die Möglichkeit, sich zu öffnen für andere Begegnungen, für Menschen, die einem, wir haben ja aus dem Umfeld raus auch die neue Tür bei dieser Übergangsphase zur Seite stehen oder ein Stückchen Wegbegleiter sind. Okay, ihr Lieben, bleibt noch dran für einen kleinen Impuls. Wir sehen uns bis gleich. So, ihr Lieben, hier bin ich wieder.
Ihr habt hier die zwei Steine, einmal den Bergkristall und einmal das Gold. Und ihr dürft hier eine Botschaft auswählen für eure Neumondphase. So, eine noch, dann könnt ihr wählen. Ich kann jetzt schon sagen, dass ich das Gold nehme. Ich nehme das Gold. Okay. Ja, guckt mal, hier liegt der Erfolg. Denkt an die Legung, wir hatten den Erfolg vorher vom Außen her kommend, den Schlüssel, mit dem man sich Türen öffnet, auch ausgleichende Gerechtigkeit. Die Waagschalen legen sich so, dass du nicht benachteiligt bist oder dass dir etwas verschlossen bleibt. Das ist schon mal gut. Es geht darum, aufzublühen, vielleicht auch erfolgreich zu sein in bestimmten Dingen. Und wir haben hier... Ja, das ist auch spannend. Leere Worte, ja. Nicht im Jetzt leben, im Hier und Jetzt. Versprechen, die gemacht wurden, die nie eingehalten wurden. Da gibt es ja so einiges, was jeder im Laufe des Lebens so an Versprechen schon gehört hat. Vielleicht auch selber gegeben hat, ne. Aber hier wird gesagt, warte nicht, bis irgendjemand kommt oder der Ritter auf dem weißen Pferd dich mitschleppt. Mach es selber, mach es jetzt. Gestalte dein Leben im Jetzt erfolgreich und warte nicht, bis irgendjemand irgendein Versprechen einlöst, denn es ist hier verschenkte Zeit. Und wir haben hier noch, dass man objektiver an die Sachen rangehen soll und nicht so blindlings irgendetwas vertrauen, was vielleicht schon lange vergessen wurde von anderen. Ne? Gucken wir mal, welches Vögelchen hier noch mitgeht. Die kann ich leider nicht vorher hinlegen, weil man die dann sieht. So, wir haben den Wiedehopf. Ich bin ein Botschafter guter Nachrichten. Ich helfe dir, Antworten auf deine Fragen zu finden. Ich bringe dir auch Intuition, Inspiration, Kunst und Kreativität. Also hier kann man vielleicht auch kreativ an die Dinge rangehen. Und wir haben die Elster. Ich bringe dir Gelassenheit, Liebe und Selbstvertrauen. Alles fügt sich. Mache das, was jetzt dran ist. Spüre die Magie und Zauberkraft. Halte dich für große Überraschungen bereit. Also wartet nicht auf irgendjemand, der euch rettet. Nehmt es objektiv selbst in die Hand. Erkennt vielleicht, wo ihr euch auch ein X vor ein U vormachen habt lassen. Und legt einfach los. Der Erfolg gehört euch hier. Wunderbar. Schauen wir uns die andere Seite an. Ich habe hier ein bisschen zu schlucken. Ich habe mich eben beim Wechsel von einem Video zum nächsten derartig verschluckt. Am Tee. So, jetzt haben wir hier die Courage, die Stärke, das Element Feuer. Die Kraft, die uns lenkt und die kriegt hier einen ordentlichen Schub nach vorne. Also geh kraftvoll voran, schiebe die Dinge an. Oh, jetzt wird's spannend. Guckt euch das an. Auf der anderen Seite hatten wir, warte nicht, bis jemand sein Versprechen einhält. Und hier haben wir jetzt, hör mal auf, Vereinbarungen nicht einzuhalten, sondern halte das, was du versprochen hast. Also es scheint schon ein Thema zu sein. Und wir haben hier, dass man so ein bisschen in Nostalgie schwelgt und
dass man Angst hat, einen Fehler zu machen, dass man die Vergangenheit idealisiert und dass man deshalb irgendwie nicht vorankommt, ne? Vielleicht hast du dir auch mal selbst ein Versprechen gegeben, aber hier geht es eindeutig und es passt auch wunderbar um einen Schub nach vorne und das auch mit aller Kraft und Stärke. Das macht man ja oft, ne? Die Vergangenheit nostalgischer belegen, als sie wirklich war. Dann haben wir hier den Kleiber. Ich komme in dein Leben, bringe dir Halt, Sicherheit und Schwung. Mache es dir gemütlich, denn du bist sicher getragen in dieser Welt. Erkenne deine Einzigartigkeit und lebe sie. Lasse deine Größe zu. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Neumondphase. Ich drücke euch bis bald.